Liebe Spaßgesellschaft, ein ganz wunderschönes Ahoi Ahoi und willkommen zurück bei einer weiteren Folge Two Point Hospital. Unseren ersten Stern haben wir noch lange nicht, denn wir haben das Problem, dass wir logistisch ein klein wenig hinterherhängen. Wie ihr seht, die Allgemeinmediziner sind mehr als ausgelastet, genauso wie die Psychiater, wobei es bei denen noch inzwischen einigermaßen geht. Eine Sondermeldung, wir haben 7 von 7 Töpfereipatienten geheilt. Sehr schön, unser Plan ist aufgegangen. Wir konnten hier ordentlich was reißen, das finde ich super. Und ich würde sagen, wir machen hier einfach noch eine weitere Arztpraxis hin. Auch wenn ich gerade überlege, die letzte Aufnahme ist schon 2-3 Tage her. Ich meine, ich wollte hier was anderes hinmachen. Egal, wir machen hier jetzt eine Arztpraxis hin. So, wieder ein Heizkörper. Ein paar Blümelein. Natürlich dürfen Fenster nicht fehlen, damit alle sehen, was hier passiert. Wir müssen einfach gucken, dass wir mal die ganzen Leute hier ein bisschen entlasten in ihren allgemeinen Medizin. So, Prestige 4 erreicht. Sehr schön. Zack. So, dann hoffen wir mal, dass wir das mit der Diagnose jetzt ein bisschen flotter hinbekommen. Wir haben noch hier Verbesserung für die Flüssigkeitsanalyse. Das wird allerdings noch ein bisschen dauern. Oh, sehr schön. Hier haben wir noch ein paar Forscher. Ja, komm, dich stellen wir doch mal hier ein. Dich genauso und dich auch. Wir hauen das Geld jetzt mal ein bisschen raus. Was sich jetzt direkt hier widerspiegelt. Aber gut, wir sind jetzt deutlich weniger in den Miesen. Das ist schon mal super. Und sobald jetzt hier gleich mal Kopfsalat entdecken. Moment, haben wir die schon? Der Patient ist völlig perplex, wird häufig durch Konfrontation mit neuen Informationen hervorgerufen, die ein völliges Umdenken erfordern. Nach eingehender Analyse dieses Zustandes haben Wissenschaftler folgende Gleichung aufstellen können. Verstand gleich erschüttert. Leider hat diese Gleichung sich als völlig nutzlos herausgestellt. Doch, stimmt, das hatten wir schon. An die Sache mit der Gleichung kann ich mich tatsächlich erinnern. So, und da wir jetzt hier, Gott sei Dank, noch ein paar andere Spezies am Start haben. Diagnose 0%, das ist ja immer super. Ich würde sagen, wir sollten mal ein bisschen fortbilden. Gerade in Sachen Diagnose, da müssen wir echt schneller werden. So, Diagnostik. Wer macht das? Mach du das mal. So, Assistenzarzt, Pfleger, Arzt. Arzt. Oh, gerade, stimmt, gerade der, der am Scanner arbeiten wird, sollte das wissen. Ja, und du auch. So. Sehr schön, Forschung abgeschlossen, das ist super. Und jemand umgebracht, das ist wiederum gar nicht super. Verdammt, was stimmt denn nicht mit dir? Warte mal, können wir hier einfach so einen Arzneischrank reinstellen, dass der dann ein bisschen so die Heilungsquote erhöht? Warte mal, bearbeiten. Nee, geht natürlich nicht. Schade. Ja, ich möchte abbrechen. Ach, ärgerlich. Mann, Mann, Mann. Nurse, please go to the pharmacy. Nun gut, jetzt haben wir erstmal einen kleinen... So, warte mal. Wir haben jetzt einen kleinen Pflegenotstand. Unter anderem. Und natürlich auch einen Arztnotstand, weil wir jetzt alle in die Weiterbildung schicken. Deswegen hoffen wir mal, dass wir damit schnell zurande kommen, dass die Weiterbildung schnell vorbeigeht, denn dann wird's auch was. So, haben wir es noch irgendwo... Oh ja, hier haben wir es sehr kalt. Ja, und dann machen wir hier nochmal einen kleinen Heizkörper hin, würde ich sagen, damit man hier im Eingang nicht friert. So, Automaten haben wir hier. Warte mal, was haben wir denn da für Automaten? Kurz geschaut. Salz-Snack-Automat, Snack-Automat, Luxus-Getränke-Automat. Aber noch keinen normalen Getränkeautomat, den könnten wir natürlich mal hier hinstellen. So, haben wir eigentlich noch ein Müllproblem, so wie am Anfang? Nee, ne? Das geht inzwischen eigentlich ganz gut. Finde ich schon mal super. Aber wie gesagt, wir müssen schauen, dass wir hier alle mal getrimmt kriegen, dass sie ein bisschen besser diagnostizieren, dass wir die Patienten einfach schneller
Gehalt bekommen. So, dem Mitarbeiterwunsch dürfen wir auf jeden Fall gerecht werden. Wir machen mal hier was Neues. Was nehmen wir denn? Können Forschung 3 erforschen. Das wäre natürlich auch recht nett. Ich würde sagen, die Entwesungsanlage, die braucht auf jeden Fall ein Upgrade. Da sollten wir mal Hand anlegen. So, vielleicht sollten wir dann nochmal den einen oder anderen Hausmeister einstellen. Aufgrund unserer Sterberate auf jeden Fall ein Ghostbuster. Haben wir dich schon ausgebaut? Nee, haben wir noch nicht. Also zumindest noch nicht voll. Oh, da können wir uns das nicht leisten. Schade. Sehr durstig, gelangweilt und muss dringend irgendwo hin. Okay, woher jetzt auch immer dieses USB-Geräusch kam. Keine Ahnung. Man weiß es nicht. Ich hoffe jedenfalls, die Aufnahme läuft weiter. So, die Fortbildung läuft jedenfalls weiter. Und sobald wir eine Marketingabteilung haben und eine Marketingkampagne gestartet haben, haben wir schon unseren ersten Stern. Das finde ich super. So, du bist jetzt hier fertig. Ah, sehr schön. Unser Radiologe kann auch sogar Diagnose gleich. Weil das kannst du doch schon. Warum bleibst du überhaupt noch sitzen? Ah, jetzt ist er fertig. Sehr schön. So, dann würde ich sagen, holen wir uns mal ein neues Grundstück hinzu. Welches wollen wir nehmen? Ich würde sagen, hier die vorderen Bereiche sollen wir eher Behandlungen aufhalten. Deswegen würde ich sagen, nehmen wir das Grundstück hier. Zack. Zugeholt. So, und wir haben den Mitarbeiterwunsch erfüllt. Sehr schön. Ja, viele Patienten stehen Schlange, aber nicht mehr lange, ihr Lieben. Oh, Zufriedenheit. Hauptbeschwerden, sehr durstig, sehr hungrig. Okay, Moment, dann gucken wir doch mal. Durst. Okay, wir brauchen hier hinten dringend noch ein paar Automaten. Das habe ich schmerzlichst vernachlässigt. Okay, Objekt ist gerade zu teuer. Das ist natürlich schade. Beförderung, gut. Okay, die sollst du haben. Es sei dir vergönnt, du hast die ja auch irgendwo verdient, ne? Will ich zumindest hoffen. Wollen noch eine Herausforderung starten? Komm, wir machen mal Einkommensherausforderung. Zack. So, Heilungsrate. Planungs-TV ist mit 78% am höchsten. Ja, wir sollten echt mal uns abgewöhnen, Patienten umzubringen. Das könnte helfen. Was war das denn jetzt gerade für ein Grafikfehler? Ah, ne, ich glaube, das war kein Grafikfehler, das war deswegen hier. Weil das Gebäude fertig ist. So, dann bauen wir uns doch mal eine Marketingabteilung, hätte ich jetzt gesagt, aber da ist es. Okay. Wir müssen erstmal schauen, dass wir die Finanzen wieder hinbekommen. Vorher geht gar nichts. So, was stehst du hier rum und tust nichts? So, der Forscher hier kann zum Beispiel mal forschen. Und du kannst dafür hier reingehen. Fände ich schon mal besser. Was könntest du machen? Ja, du könntest tatsächlich einiges machen. Was immer du willst, wo immer du willst. Aber erstmal müssen wir schauen, dass wir jetzt mit den Finanzen wieder ein bisschen zurande kommen. Das läuft ja gerade alles andere als geil. Und was steht ihr, Larrys, jetzt hier rum? Haben wir jetzt etwa echt viel zu viele Ärzte? Es scheint tatsächlich so. Oh, Verluste machen wir auch. Ja, ihr Lieben, das heißt, wir müssen mal die Personaldecke ein bisschen ausdünnen. Oh, 17 Ärzte. Was ist das die ganze Zeit für ein scheiß USB-Geräusch? Okay, irgendwie meine externe Festplatte. Entschuldigt bitte die Soundeffekte. Ich hoffe, das gibt sich gleich wieder. So, du hast keine Energie und bist sowieso unzufrieden. Dann schmeißen wir dich mal raus. Ja, und du bist jetzt zwar nur ein Forscher, aber ja, komm, wir wollen jetzt auch nicht alles rausschmeißen. So, da kriegen zwar eine Beförderung, was das Rausschmeißen wieder ad absurdum führt.
Und was ist mit dir? Achso, du könntest weitergebildet werden. Schön, GZ. In today's gossip roundup, Mrs. Eggshock is still wearing that leg cast. So, was ist mit dir? Hauptbeschwerden, sehr hungrig, sehr durstig. Ja, automatisch stehen doch hier überall, Mensch. Mud Street have put up new curtains and a new species of venomous spider. Keiner sagt, dass du dir nichts holen darfst, mein Lieber. Homes this summer. More gossip next time. So. Warte mal, machen wir erstmal einen normalen Getränkeautomat und einen normalen Snackautomat hier hin. Und dann nochmal die Luxusvarianten von beiden. Maintenance announcement. Bins will become full. So, wo wir schon mal hier bei schöner Wohnen sind, machen wir doch hier hinten noch einen Spielautomaten hin. Und dann noch ein Blümelein, einfach mal hier mitten in den Gang. In der Hoffnung, dass wir dem da jetzt... Ja, wobei, ist das wirklich jetzt so die gute Position? Ich weiß es gerade nicht so recht. Naja, eigentlich nicht, ne? Aber immerhin, hier holen sich schon mal alle was zu snacken. Das finde ich schon mal super. So, packen wir dich erstmal dahin. Mein Gott, die nächste Beförderung. Ich glaube es ja wohl. Ich bräuchte mal wieder so einen Notfall. Alter, wie viele bei dem Psychologen anstehen, ist auch unglaublich. Und wieder einmal stelle ich fest, da fehlt eindeutig ein Klo. Weil jetzt alle wahrscheinlich hinten hinrennen und deswegen brauchen die so lange Schitte. Ich überlege gerade, ich könnte theoretisch den Raum hier ein bisschen kleiner machen und dann hier noch ein Klo hinbauen. Gut, der Gesundheitsminister kommt vorbei, soll er mal machen. Ich glaube, ich mache das tatsächlich. So, wir machen mal hier. Dich packen wir dahin. Dich packen wir ganz weg. Machen wir gleich. So, die Tür dann dahin. Zack. So, das Ganze ein bisschen kleiner. Halt, Moment. Wir müssen die Tür woanders hinpacken. Die muss hier unten hin. So, und dann machen wir hier oben endlich die lang ersehnte Toilette hin. So, 1, 2, 3, 4, 5. Dann noch eine Heizung rein. Fertig. So. Disco-Fieber. Ja, das sollten wir hinkriegen, hoffe ich. Dann müssen wir dann mal unsere Patienten in die Schlange ein bisschen weiter nach vorne packen. So, jetzt aber erst einmal unsere Marketingabteilung. The energy drink made with the discarded pulps of oranges and just a drop of rocket fuel. So. Palpitation, because sleep is for the weak. More 2 point. Mein Gott, wie viel kann man denen drehen, Alter? So, noch eine Heizkappe in die Mitte. Ein paar Blümelein sollten natürlich auch nicht fehlen. Und Fenster natürlich. Alle wollen immer Fenster. Außerdem bringt es sehr leicht sehr viel Prestige. Komm, dann machen wir noch für Stufe 4 voll. So, zack. So, Marketing. Um eine Marketingkampagne zu starten, klicke auf den Marketingtisch oder setze einen Assistenten mit Marketingausbildung in das Zimmer. Allgemeine Kampagnen verbessern den Ruf des Krankenhauses insgesamt. Bewerbungskampagnen erhöhen die Anzahl der Kandidaten, die sich auf verschiedene Stellen bewerben. Aufklärungskampagnen erhöhen die Anzahl der Patienten mit bestimmten Symptomen und verbessern deinen Ruf bei der Behandlung spezifischer Krankheiten.
Hinweis, schalte mehr Aufklärungskampagnen frei, indem du in jedem Gebiet neue Krankheiten entdeckst. Gut, Assistenten, da haben wir schon einen mit Marketing-Ausbildung. So, machen wir eine große Kampagne, machen wir allgemeines Marketing oder wollen wir Krankheit? Ja komm, machen wir allgemeines Marketing, eine mittlere Kampagne würde ich sagen. Über 6 Monate erstmal zum Reinkommen. Zack, und schon haben wir den ersten Stern verdient. Glückwunsch, Ihr Krankenhaus wurde vom Gesundheitsministerium von Two Point mit einem Stern bewertet. Eine wunderbare Stadt verdient ein wunderbares Krankenhaus, nicht wahr? Natürlich. Und genau das entwickeln Sie da gerade. Ein Krankenhaus höchster Güte. Ihre Anstrengungen im Bereich Marketing sind nicht unbemerkt geblieben. Möge der Sirenengesang Ihres Unternehmens reiche Ernte von siechen Geldsäcken einbringen. Sollte das Geldschöpfen seinen Reiz verlieren, könnten Sie weiter nach Osten vorstoßen, in das wohl stillste Örtchen des County, wenn Sie wissen, was ich meine. Oh, wir können ein Café machen, auch geil. Und wir haben 2 weitere Krankenhäuser freigeschaltet. Die schauen wir uns später einmal an. So, mehr Marketing. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, die Warteschlange, die VIPs alle nach vorne. Hier genauso. Ah, super, jetzt stehen hier 3 an. Wo gerade keiner ist. Das finde ich so geil. Ja, Beförderung wieder fällig. Alles klar. So, jetzt müssen wir mal schauen, wozu das Café gehört. Oh, guck an. Auszeichnung. Dann schauen wir doch mal, ob wir dieses Jahr mal ein bisschen besser waren. Keine Todesfälle, können wir uns sowas von knicken, wie jedes Mal. Sehr schön, aufsteigender Stern haben wir. Was ist mit dem Arbeitgeber des Jahres? Sehr schön, auch wir. So, kommen keine Todesfälle, da müssen wir uns nichts vormachen. Aber Ausbildungskrankenhaus, das schaffen wir doch wohl, oder? Juhu! So, aber schaffen wir es auch, den Patientenpreis zu bekommen? Ich weiß es noch nicht. Jawohl, sehr schön, endlich. So, höchsten Prestige, kriegen wir das auch hin? Wie? Nein! Was soll denn der Scheiß? Mit bester Forschung, jawohl, das kriegen wir wohl hin. Und last but not least, Krankenhaus des Jahres, schaffen wir das jetzt vielleicht mal? Jau, sehr schön. Aber gut, das mit dem Prestige, das hätten wir eigentlich schaffen müssen, denke ich. Also nicht falsch verstehen, grundsätzlich wäre es natürlich auch empfehlenswert, ein Krankenhaus ohne Todesfälle hinzubekommen, aber machen wir uns nichts vor, das wird nichts. Also jetzt mal ganz im Ernst. 13 Leute stehen hier an. Alter! Ja, dann weiß ich aber schon, welchen Raum wir gleich mal ergänzend bauen werden hier vorne hin. Kommt das Grundstück holen wir schon mal, solange wir noch Bargeld haben. Ja, ich weiß, ich hätte es hier hinten bauen können, aber ich will nicht, dass die kilometerweit zur Diagnose laufen. Wobei die früher oder später vielleicht trotzdem hier hin müssen. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Die Station, da stehen auch 6 Leute an. Das kann ja wohl nicht sein. Wartet mal. So, da muss jetzt erstmal noch ein 2. Pfleger ran. So, damit wir hier auch mal die Warteschlange ein bisschen kleiner kriegen. Ja, ich weiß, dass viele Mitarbeiter freie Ausbildungsplätze haben. Da kümmern wir uns noch drum. Aber ihr Lieben, das machen wir alles beim nächsten Mal. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns wie immer wieder beim nächsten Mal. Also bis dann, ihr Lieben. Tschüss, Sikowski.